von einer kleinen Skizze zu einem großen Meisterwerk. Halbe 10 vor. Es hat ein Jahr gedauert, um den Rooftop Classroom fertigzustellen. Unter anderem konnten die Schüler der 3HSD den Rooftop Classroom finanzieren. Sowohl die Bänke als auch die Dekoration wurden von den Schülern gebaut. Besonders auffällig sind die großen Unterschiede zwischen einem normalen Klassenraum und dem Rooftop Classroom, denn hier kann man sowohl entspannen als auch Unterricht halten. Das Open Air Classroom oder wie wir es nennen, Rooftop Classroom, ist eine Dachterrasse, auf der im Sommer der Unterricht gehalten werden kann. Ein Raucherbereich für die Raucher, um zu rauchen. Und das hat die Sonntagsshow mit Astra Auftritt. Wir sehen uns bei der nächsten Reportage nächste Woche. Auf Wiedersehen.